Oh. Hier ist ein Zwerg drin. Ja. Das heißt. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Jetzt kommen mal alle mit. Gut. Ich brauche einen Schluck starkes Fernbier. Komme gerade von einer wilden Ankektjagd über den Fluss und ein Stück nach Süden. Ich glaube, die sind gerade in ihrer Vermehrungszyklus. Jetzt bei der Eisenkappe gibt es eine große Frage nach Ankektpatzern. Bringt mir eine ordentliche Ladung davon und ich werde euch fürstlich entlohnen. Geht einfach hin und fragt nach Gerde. Sie erklärt euch schon, was ihr machen müsst. Ja, das hatten wir schon. Ein kräftiger Zwerg namens Fenton hat versprochen, mir ein paar Ankektschuppen zu kaufen. Scheinbar soll es südlich von Baldur's Tor am anderen Flussufer einen ganzen Haufen davon geben. Ich soll mich bei meiner Frau namens Gerde melden. Was? Gut. Also ich glaube, hier wären, würden wir auch Ankektpanzer loswerden. Beinahe unter meiner Würde. Ich weiß halt nicht, ob das Erfahrungspunkte gibt. Das können wir ja mal zwischendurch ausprobieren. Nichts leichter. Wenn wir Baldur's Gate wieder verlassen. Wir müssen uns das einfach nur merken. Gut. Allgemein ist es in Baldur's Gate 1 vielleicht besser, sich nebenbei noch Notizen zu machen. Also selber handschriftliche Notizen. Weil sonst vergisst man sowas. Das Tagebuch ist nämlich nicht gerade gut. Und wir sind hinterm Eisenthron. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt zurück in das Gebiet hier. Gut. Gemischtwarenhändler. Das hier sieht auch wieder wie so ein Gemischtwarenhandel aus. Aber was ich wirklich suche, ist eine Taverne zur funkelnden Klinge. Genau. Sehr gut, da können wir rasten und uns hochheilen. Ach genau, das war diese Taverne hier. Ja, gut. Meine Zimmer sind die besten an der Schwertküste. Ich will einmal königlich schlafen. Was wollt ihr? Gut. Es ist wieder mitten in der Nacht. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Du heilst dich einmal mit schweren Wunden heilen. Sehr gut. Jetzt heilst du einmal Khalid mit schweren Wunden heilen. So. Ihr habt eine Aufgabe. Jetzt kannst du Khalid nochmal mit leichten Wunden heilen. Die Art, wie sich diese Gruppe entwickelt, gefällt mir so, nicht. So, und... Ein besserer Anführer könnte vielleicht... Dich selber. Was? Du benutzt Halbzauber auf Minsk. Eure Dienerin steht zu eurem Dienst. Du einmal Imoin heilen. Ja? Du nochmal Minsk heilen. Ja, oh allgegenwärtige Autoritäts. Und du nochmal Minsk heilen. Was wollt ihr? Gut. So, dann noch einmal rasten. So. Was? Nichts leichter als das. Jetzt ist es wieder fast morgen. Beinahe unter meiner Würde. Es ist schon morgen. Wie viel Uhr haben wir? 7 Uhr morgens, okay. Wir müssen jetzt das Lagerhaus hier unten aufsuchen. Das Lagerhaus oder das Haus hier? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Werden wir aber sehen, wenn es soweit ist. Was? Hä, waren wir hier drin? Gut. Ach, hier ist er ja. Meine Laune ist schon schlecht genug, auch ohne euch. Klingt wie Zwerg. Die Höhe sei Dank, dass es gelangweilte Abenteuer gibt. Ich weiß nicht, was wir ohne euch tun würden. Nehmt diese 1800 Goldmünzen für eure Hilfe. Und noch Erfahrung bekommen. So, sehr schön. Gut. Nichts leichter als das. Jetzt können wir zur Gemeinschaft der Sieben Sonnen zurückkehren. Und uns da mal umschauen. Was da so das Problem ist. Beinahe unter meiner Würde. Ist immer noch 7.
Gemeinschaft der sieben Sonnen, da sind wir ja schon mal richtig. So, aber bevor wir da eindringen, ein Quicksave. Okay, Tür ist schon mal offen. Ja. Was kann ich für euch tun? Wir wollen eine Führung. Wir möchten mit dem Eigentümer sprechen. Wir wollten euch zu euren letzten geschäftlichen Entscheidungen ein paar Fragen stellen. Manche Leute halten diese für sehr fragwürdig. Okay, das ist zu direkt. Wir sagen mal, wir wollen eine Führung. Leider kann ich euch keine eurer Wünsche gewähren. Ich bitte euch daher zu gehen. Wir wollen zuerst eine Führung. Hört zu, seltsame Dinge gehen bei den sieben Sonnen vor, aber ich würde lieber nicht darüber reden. Alle, die ich kenne, benehmen sich in letzter Zeit ziemlich seltsam. Ich habe gesehen, wie einige der anderen Kaufleute andere Gesichter annahmen, als sie dachten. Ich würde gerade nicht hinsehen. Ja, da habt ihr ganz richtig gehört. Sie nahmen andere Gesichter an. Irgendwelche Gestaltwandler haben sich in die sieben Sonnen eingeschlichen. An eurer Stelle würde ich mich dem davon machen, solange ihr noch könnt. Das habe ich jedenfalls vor. Nichts leichter als das. Okay. Die Händler der Gemeinschaft der sieben Sonnen scheinen sich vor etwas zu fürchten. Irgendetwas stimmt da nicht. Lass uns alleine, ja? Hier ist nichts für dich. Ihr seid also hier, um die sieben Sonnen zu besuchen. Ich kenne euch zwar nicht, aber ich kenne euch jetzt zwar. Ich kenne jetzt zwar euer Gesicht, aber nicht euren Namen. Wir sind Talisas Gruppe, aber ich weiß nicht, was euch das interessieren sollte. In der Tat, wie interessant. Was ist mit den Leuten, die ihr da habt? Kennen sie euch gut? Ich habe dich vor, meine Seele von einem Händler auszuschütten. Wir sind Abenteurer, unsere Herzen sind sich näher gekommen durch die Enge der Straße. Wie schade. Lass uns alleine, ja? Hier ist nichts für dich. Wir sind Talisas Gruppe, um die Wahrheit zu sagen, sind wir Fremde. Ich habe von Einzelgängern wie euch geträumt und bin dabei stets mit knurrendem Magen aufgewacht. Gut, ich habe keine Lust mehr, eure Gejammer über Krankheiten und Gebrechen anzuhören. Dieses Gerede ist mir lästig. Ich wusste gar nicht, dass ihr mich so attraktiv findet, aber es gibt auf dieser Welt noch andere, die mich recht lieb haben und arg vermissen würden, wenn ich mit euch käme. Ich bitte euch, sagt mir was an meiner gewöhnlichen Gestalt einem Händler und seine vielen Geldbeutel ins Träumen bringen sollte. Nehmen wir mal das mittlere. Wie schade. Okay. Ihr Jungs seid schon mal komisch. Ihr wollt auf jeden Fall wissen, ob ich Einzelgänger bin. Hier ist nichts für dich. Ich weiß nicht, warum mich das interessieren sollte. Dort nehmen wir mal das. Kommt, meine Brüder, man scheint uns ein Festmahl bereit zu haben. Lass uns essen, bevor es kalt wird. Und der Kaufmann verwandelt sich in einen Doppelgänger. Kann ich euch behilflich sein? Khalid, wechsel mal auf das Bastardschwert gegen Gestaltwandler. Man kann's ja mal versuchen. Ja, okay. Nichts leichter als das. Wir haben gerade eben einen Doppelgänger enttarnt. Noch ein Doppelgänger. War das gerade dieser Jason? Also es gibt hier wohl ein paar Doppelgänger in den sieben Sonnen. Nichts leichter als das. Ja. Kein Wunder, dass sich die Gemeinschaft der sieben Sonnen so merkwürdig benimmt. Wenn sie aus Doppelgängern besteht, so kannst du zurückwechseln. Seid gegrüßt. Ja, da, bevor ihr jetzt noch mehr Schaden anrichtet, muss ich darauf bestehen, dass ihr eine Anhörung bei Scar ersucht, wenn ihr dies nicht bereits geschehen ist. Ich werde mit ihm sprechen, wenn ihr das wünscht. Wo ist er? Ihr solltet im eigenen Interesse die Genehmigung der Flammenden Faust einholen. Scar erwartet euch im Hauptquartier der Flamme der Faust im Südwesten der Stadt. Nichts leichter als das. Ja, du musst nur aus dem Weg gehen. Hm?
So, das heißt, wo müssen wir hin? Ach, da oben. Das dürfte schon mal erklären, warum sich, warum die Gemeinschaft der Sieben Sonnen sich so komisch benommen hat und dem Eisenthron einfach so in die Hand gespielt hat. Die Händler wurden von Doppelgängern des Eisenthrons ersetzt. Vermutlich. Hallo, Leute. Hallo, Leute. Das bedeutet nichts Gutes für uns. Rettet mich, Edler Herr. Bitte. Hallo, Scar. Ich sehe mit Freuden, dass ihr zurückgekehrt seid. Welche Neuigkeiten bringt mir? Wir haben nichts erfahren, tut uns leid. Können wir noch etwas anderes für euch erledigen? Wir haben bis jetzt noch nichts herausgefunden, wollen aber weitersuchen. Einer der Kaufleute meint, die Gemeinschaft der Sieben Sonne wurde von ein paar Gestaltwandlern unterwandert. Was für Monster das sind, weiß ich nicht, aber die Kaufleute haben jedenfalls Angst. Das sind schlimme Nachrichten. Ich muss euch um einen weiteren Gefallen bitten. Wenn ihr euch nochmals zu dem Gebäude begebt und die Monster vernichtet, wäre ich bereit, euren Lohn zu verdoppeln. Sicher können wir zurückgehen. Aber es muss sich dafür schon lohnen. Ich danke euch nochmals. Ihr erweist der Stadt einen großen Dienst. Erfahrung gewonnen. Gold. Okay. Die größten Feinde des Bösen sind Wahrheit und Ehre. Schon zurück, wie ist eure Mission verlaufen? Wir glauben nicht. Das ist verständlich. Die Wesen, die ihr beschreibt, sind von äußerst gefährlicher Natur, sofern es sich tatsächlich um die Monster handelt, für die ich sie halte. Ihr erhaltet nur noch den doppelten Lohn und braucht euch nicht um die Vergeltungsmaßnahmen dieser Wesen zu sorgen. Ich werde eine Abteilung der flammenden Faust entsenden, die sich darum kümmern wird. Leider handle ich mir mit einem derart brutalen Vorgehen gegen den wichtigsten Handelskontor der Stadt eine Menge Ärger ein. Ich habe noch einen Auftrag für euch, der euch für euch interessant sein könnte. Ihr sollt Rechnung für eure Dienste erhalten. Möchtet ihr mehr darüber erfahren? Wir sind immer an mehr Arbeit interessiert. Worum geht's? Das Problem ist folgende. Nacht für Nacht verschwinden Menschen in den Straßen der Stadt. Meine Männer durchkämmen ständig alle Gassen und Wege auf der Suche nach den Übeltätern. Bislang jedoch ohne Erfolg. Eine allgemeine Furcht greift um sich und kaum jemand wagt sich nächstens noch aus dem Hause. Es muss etwas unternommen werden, und zwar schnell. Wenn ihr bereit seid, den Auftrag zu übernehmen, erhält jeder von euch 50 Goldmünzen im Voraus, sowie eine Prämie von 500 Goldmünzen, falls ihr herausfindet, was mit den verschwundenen Bürgern geschehen ist. Was haltet ihr davon? Wir akzeptieren. Eure Aufgabe ist denkbar einfach. Ihr sollt lediglich im Osten der Stadt patrouillieren und einen Eingang zu den Wasserkanälen finden. Vielleicht habt ihr ja Glück und findet heraus, was da los war. Wenn ihr Bescheid wisst, trefft mich an der Kaserne der flammenden Faust. Unsere einzige Spur bis jetzt führt in die Abwasserkanäle. Also wenn ihr da zuerst suchen wollt, ist das bestimmt eine gute Idee. Wir haben auch Spuren eines Wesens mit vielen Beinen gefunden. Vielleicht handelt es sich um einen monsterhaften Tausendfüßler. Okay. Puh. Sieben Sonnen, wir haben vereinbart, die Abwasserkanäle zu untersuchen. Seit einiger Zeit verschwinden Leute und es ist unsere Aufgabe, den Grund dafür herauszufinden. Ah, okay. Und du musst Herzog Dilos? Okay. Da geht's runter. Da geht's hoch. Ich glaube, wir gucken uns jetzt erstmal in der flammenden Faust besser um. Das machen wir allerdings erst nach dem Cut. This way, good sir. Over here. Und der spricht Englisch. This way, good sir. Over here. Bitte. Hey, hallo. Wenn du Herzog Inter sehen willst, geht einfach die Treppe hier neben mir rauf. Er wartet bestimmt schon in seinem Büro. Okay. Erst einmal gibt es aber einen Cut. Also speichere ich. Spiel speichern. LP029. Und dann sehen wir uns gleich wieder.